Akrevis Invest wird Ihnen präsentiert von der Akrevis Bank. Es tut sich etwas in den USA. Donald Trump hat grünes Licht gegeben für die Initialisierung der Amtsübergabe und ein Höchststand ist zu verzeichnen vom Dow Jones. Das ist der Börsenwochenrückblick. Heute im Studio der Brasch Jan-Pet. Der No-US-Präsident Trump hat angekündigt, dass sein Team jetzt helfe bei dieser Amtsübergabe. Heisst das, er hat die Wahlniederlage eingestanden? Beobachter gehen nicht davon aus, dass er die Wahlniederlage wird eingestehen. Er geht weiterhin davon aus, dass massiv Wahlbetrug stattgefunden hat und ihm deswegen der Sieg gestohlen worden ist. Was bedeutet die Kooperation für Joe Biden und sein Team? Ja, konkret bedeutet es, dass der Übergangsprozess endlich gestartet werden kann. Dadurch hat Bidens Team auch Zugriff zu 6,3 Millionen US-Dollar, wo dafür vorgesehen ist, um den Übergang der Amtsgeschäfte zu finanzieren. Wie haben denn Börsenmärkte auf die Ankündigung reagiert? Positiv. Erstmal in der Geschichte konnte der Dow Jones Index über 30'000 Punkte schliessen. Das hat aber weniger damit zu tun, dass der Trump Kooperation zugesichert hat, sondern mehr, dass die wichtigste Alternative zur Aktie, nämlich die Obligationen, weiterhin praktisch keine Erträge erzielen. Anleger, die Erträge suchen, investieren aktuell vorwiegend in Aktien. Auf was sollten dann die Anleger von Aktien besonders achten? Aktien gehören bekanntlich zu den Risikoanlagen. Demzufolge sollten die Rendite entsprechend das Risiko entschädigen können. Außerdem macht es Sinn, wenn das Portfolio diversifiziert ist. Das heisst, der Anleger sollte zeitversetzt in verschiedene Regionen und Branchen investieren. Zum Schluss noch zu einem anderen Thema. Heute ist Black Friday. Was erwartet die Detailhändler von diesem Tag? Die Erwartungen sind sehr hoch. Gemäss Hochrechnungen geht man davon aus, dass man über 500 Millionen Franken Umsatz erzielen kann. Und das innerhalb von 24 Stunden. Brasch Jan-Pet, besten Dank. Ob die Sonne am Wochenende mal kurz kommt, kann Grüezi sagen. Das erfahren Sie hier gerade als Nächstes. Danke fürs Interesse. Guten Start ins Weekend. Auf Wiedersehen. Akrevis Invest ist Ihnen präsentiert worden von der Akrevis Bank.